Hallo, ich bin Olivia Wenzel und ich wurde von der Zwischenraumbibliothek der Heinrich-Böll-Stiftung gefragt, ob ich nicht eine kleine Lesung machen möchte. Das mache ich sehr gern. Und zwar werde ich lesen aus meinem Buch 1000 Serpentinen Angst, das Anfang März erschien bei Fischer. Bevor ich das mache, wollte ich gerade noch eine Sache äußern. Und zwar habe ich, oder anders, ich finde es gerade stark, dass diese ganzen Debatten rings um den, also ausgelöst durch den Tod von George Floyd und so viele andere Afroamerikanerinnen, auch nach Deutschland übergeschwappt sind, auch wenn es gleichzeitig in Deutschland definitiv genug Grund gegeben hätte, in Massen vehement zu protestieren, freue ich mich darüber. Und ich habe vorgestern ein Gespräch überhört von zwei Freundinnen, die debattiert haben, was es eigentlich bedeuten würde für eine Gesellschaft, ein Gesellschaftsverbund, ohne Polizei zusammenzuleben. Und dann habe ich gemerkt, ich mit meinen mit 30 Jahren habe bisher darüber noch nicht nachgedacht. Und ich glaube, das kann produktiv sein, darüber nachzudenken. Ich fange damit gerade erst an. Außerdem fange ich jetzt an zu lesen. Blume klappert. Ich tue sie mal beiseite, wa? Eines der ersten Alben, das ich mir kaufte, Ende der 1990er Jahre in der Musikabteilung der Müller Drogerie, war von der Band The Roots. Das Album hieß Things Fall Apart. Auf dem Cover war eine Schwarz-Weiß-Fotografie zu sehen, die vielleicht aus den 1960er Jahren stammt. Im Vordergrund eine junge Afroamerikanerin in weißem Kleid, hinter ihr ein junger Afroamerikaner in weißem Hemd, dunkler Hose und Lederschuhen. Beide fliehen vor etwas. Das Gesicht der Frau ist verzerrt, aus ihrem aufgerissenen Mund dringen vielleicht Schreie, vielleicht weint sie. Beim Betrachten streift der Blick zuerst sie, dann den jungen Mann, circa einen halben Meter hinter ihr rennt. Er dreht in der laufenden Bewegung den Kopf, um seine Verfolger zu sehen. Sein Gesicht lässt sich nicht erkennen. Dort, wo er hinschaut, aus einer unscharfen Dunkelheit des Bildhintergrunds heraus, tauchen mehrere in dunkle Uniformen gekleidete weiße Polizisten mit noch weißeren Helmen auf. Sie rennen ebenfalls, aber sehen dabei gelassener aus. Von ihren Gesichtern ist keine eindeutige Gefühlsregung ablesbar. Ihre Anzahl lässt sich nicht bestimmen, endet im Bildhintergrund und endet gleichzeitig nicht. Eine Reihe bedrohlich neutraler, fast identisch aussehender Männer, aus dem Nichts kommend, im Nichts endend, manche von ihnen mit der Hand am Gürtel, nahe dem, was ein Schlagstock oder eine Pistole sein könnte. Ich hätte damals nicht sagen können, was genau mich am dramatischen Albumcover der Roots anzog. Genauso wenig hätte ich damals den Verkäufer in der Drogeriefiliale fragen können, was das am Regal angebrachte Label Black Music eigentlich bedeuten sollte. Beziehungsweise in welchem Regal die Kategorie White Music zu finden sei und was man darunter fasse. The Beatles, Madonna, Vivaldi, Andrea Berg und Rammstein. Mitte bis Ende der 1990er Jahre und in der Zeit danach war Hip-Hop meine Musik, mein musikalischer Kanon. Die aus den USA importierte Jugendkultur entwarf Bilder einer coolen Blackness, die bis dahin in Deutschland nicht existierte. Ein neues Narrativ schwarzer Menschen, ihrer künstlerischen Ausdrucksweise und Identitäten kam auf und begeisterte mich. Also zog ich als Teenagerin eifrig und unreflektiert Baggy Pants an, so wie viele meiner weißen Mitschüler und Freundinnen auch. Wir hörten US-amerikanischen, irgendwann auch deutschsprachigen Hip-Hop, versuchten uns selbst kläglich im Rappen, manchmal auch im Graffiti sprühen. Da ich schon als Jugendliche zur Nervosität neigte, schaffte ich nie mehr als einen Buchstaben. Aber ich fühlte mich cool und vor allem, ich hielt mich für ein bisschen cooler als meine weißen Freunde, bildete mir ein, Hip-Hop habe aufgrund seiner Ursprünge mehr mit mir zu tun, gehöre darum mehr mir als ihnen. Das gleiche galt fürs Fernsehen. Steve Urkel aus Alle unter einem Dach, Mr. T vom A-Team, die Huxtables und der Prinz von Bel-Air standen mir näher als Derek, der hanebüchen-intrigante, unsterbliche Joe Gerner oder Ärzte aus einer Villa der Lindenstraße. Nicht, weil die Darstellerinnen in den deutschsprachigen Formaten weiß waren, sondern weil sie weiß waren und uncool.